Willkommen zurück zu Wer wird Millionär? Wer wird? Und ich muss mich, eigentlich müsste ich mich gar nicht entschuldigen. Ich muss sagen, dass der letzte Part ja offensichtlich der schlechteste bisher gewesen ist. Ja, nicht was meine absolut geniale Präsenz angeht, die ist ja eigentlich immer hervorragend. Nee, tatsächlich habt ihr mir in den Kommentaren geschrieben, dass das mit den Adverben auch ein Fehler war, beziehungsweise auch das mit Mona Lisa. Beides war ein Fehler. Mona Lisa, laut euren Kommentaren, steht als Information, dass man es eigentlich gar nicht richtig hundertprozentig weiß, ob sie Mona Lisa heißt oder nicht. Und das mit dem Adverb vor ist anscheinend auch falsch. Das heißt, in dem Sinne habe ich letzte Runde zweimal verkackt, ohne zu wissen, dass es am Spiel lag. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber das heißt, in diesem Sinne, ich probiere mich trotzdem nochmal dran weiter, wenn ihr es okay findet. Ich würde gerne trotzdem noch ein paar Punkte sammeln, denn ich hätte jetzt schon doch langsam gerne mal ein bisschen neue Kategorien, in denen ich dann halt wieder auf Dings spielen möchte, auf normal und nicht auf einfach. Und wir müssen auch noch die Millionen kriegen, oder nicht? Oh, das ist so laut eingestellt bei mir. Das kann ich ein bisschen leiser machen. Mit ihr, damit sie mich so gegen anbrüllen muss. Der Song wäre doch jetzt auch geil bei Just Dance, oder? Also ich würde da eiskalt zu tanzen. Und dann Günther Jauch als derjenige, der dann eben den Tanz vormacht. Unsere Teilnehmer werden alles geben, um die höchste Stufe unseres Spiels zu erreichen. Ja, ich gebe wirklich alles, aber leider gibt das Spiel mir auch alles Mögliche an Steine, die es mir in den Weg stellt. Guten Abend an alle und insbesondere an die Zuschauer. Ich hoffe, ihr bringt mir Glück. Okay, das ist jetzt ein bisschen sympathischer, ne? Hey, Zuschauer da draußen, du, dich meine ich, du bringst mir hoffentlich Glück. Ich hoffe sehr. Sie kennen die Gewinnpyramide. Wir waren schon bei 125.000, müsst ihr euch mal geben, Leute. Das heißt, wir haben schon die vorletzte Frage haben wir schon gelesen. Ich habe ja dann bei 125.000 aufgehört und wir haben mal die 500.000 Frage dann halt gesehen. Wir müssen nur noch ein Schrittchen weiterkommen, dann sehen wir zumindest mal die Millionen. Wir riechen an den Millionen. Und das wäre schon extrem geil. Und ich weiß, ich habe gesagt, das Let's Play könnte jetzt dann bald aufhören, weil die Fragen sich wiederholen. Aber ich würde schon gerne die Millionen erreichen. Welcher der folgenden ist Held einer Kinderbuchserie? Kalle Blomqvist, Lasse Hallström, Tommy Ingebrigtsen oder Stig Inge Bjørneby? Kalle Blomqvist, oder nicht? Das ist die 50-Euro-Frage und ich weiß es nicht hundertprozentig. Es müsste Kalle Blomqvist sein, oder? Wir sagen ah, okay. Das ist der. Bisschen Schiss gekriegt. Okay, und übrigens, wundert euch nicht, ich habe ein tolles gelbes Shirt an. Es ist so richtig neongelb und deswegen sieht man das jetzt hier so ein bisschen. Aber ich finde, das ist ein Special-Effekt. Welcher dieser Filme aus der Reihe Star Wars wurde zuerst in den Kinos ausgestrahlt? Die Rückkehr der Jedi-Ritter, das Imperium schlägt zurück. Die dunkle Bedrohung oder die letzten Jedi? Welcher dieser Filme aus der Reihe wurde zuerst in den Kinos ausgestrahlt? Also die Rückkehr der Jedi-Ritter oder... Also die letzten Jedi gehört auf jeden Fall zur Kategorie 7 bis 9, ne? Die letzten Jedi, weiß ich nicht genau, war das der letzte Teil? Ich habe keine Ahnung. Das Imperium schlägt, ich weiß es gerade, war das die dunkle Bedrohung? Wurde zuerst in den Kinos ausgestrahlt. War das die dunkle Bedrohung? Die Rückkehr der Jedi-Ritter? Also das Imperium schlägt zurück, glaube ich, war der zweite, oder? Oh Gott, diese Titel. Es müsste doch Star Wars die dunkle Bedrohung gewesen sein, oder nicht? Ich werde es mit C versuchen. Nein, es war das Imperium schlägt zurück, scheiße. Ja, ich war mir nicht mehr sicher. Komm, wir machen nochmal. Ich war mir nicht mehr sicher. Entschuldigung. Ja, stimmt. Das hatte mich, glaube ich, damals auch schon so verwirrt, als das Ding gekommen ist. Als Star Wars ausgestrahlt... Also, das ist aus. Ich habe es ja nicht im Kino miterlebt. Das war so alt bin ich ja dann doch nicht. Aber es hat mich damals schon verwirrt, als ich die Filme geguckt habe, dass der erste Teil, das Imperium schlägt zurück,
heiß. Wobei man eigentlich das Gefühl hatte, wieso schlägt zurück? Was ist, wer ist ins Imperium? Was ist da passiert? Und so weiter. Ich bin doof, Entschuldigung. Welcher Ton folgt in einer C-Dur-Tonleiter auf C? D. Das weiß ich. D. C, D, E. C, D, E, F. Also. C, D, E, F, G, H, A, C? Oder irgendwie sowas? Sich in diesem Sinne richtig. C, D, E, F, G, H, A, C? Und das war es. Also, dann fängt sie mit C an, oder? Diese neue Frage sollte sie nicht schwer machen. Aber auf jeden Fall D. Wer Theorie stiehlt von den Reichen und gibt den Armen? Robin Field. Robin Town. Robin Hood. Oder Robin Good. Warum musst du ausgerechnet? Es ist Robin Hood. Das ist die richtige Wahl. Wenn ihr euch fragt, es stand auch in den Kommentaren, gut, von wegen, wenn du die Kategorien auswählst, oh, das ist jetzt perfekt, einfach, da kann ich eh nichts auswählen, aber wenn ich auf normal spiele und die Kategorien viel auswähle Glück für diese neue Frage und dann da drinnen Fragen vorkommen, die eigentlich gar nicht dabei sein sollten. Wartet mal ganz kurz, wer war zwischen 1862 und 1890 erst Ministerpräsident Preußens und anschließend erster Reichskanzler des Deutschen Reichs? Otto von Bismarck, Wilhelm von Matthies, Franz von Kabeljau oder Heinrich Heim? Das war Otto von Bismarck. Was ich euch noch sagen wollte ist, wenn ihr das Gefühl habt, ich glaube, das war bei einer Kategorie, die ich eigentlich ausgewählt hatte oder beziehungsweise rausgenommen. Das war, glaube ich, Essen der Welt oder ja halt so Küchen der Welt heißt es, ne? Die habe ich eigentlich nicht mit reingenommen. Und trotzdem kam irgendeine Essensfrage. Das hat nicht unbedingt immer was mit der Kategorie zu tun. Es kann auch sein, dass das in eine andere Kategorie kommt, aber zufälligerweise auch was mit Essen zu tun hat. Hier war jetzt auch Star Wars dabei. Das kann aber auch als Unterhaltung gelten. Star Wars kann auch Unterhaltung sein. Also, das eine schließt das andere nicht aus. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Otto von Bismarck. Schnell. Ah. Das war eine gute Wahl. Ja, Bismarck. Das war richtig cool. Cool. Ja, endlich mal wieder. Also ich habe bei der 100-Euro-Frage gescheitert. Ich bin schlecht. In welchem Sport erzielt man Punkte durch Körbe? Fußball, Curling, das hatten wir schon mal. Basketball oder Golf? Basketball. Komm schon, George. Konzentriere. Ist das eigentlich eingedeutscht? Ich wähle C. Heißt es eigentlich Basketball? Ist notiert und wird als richtig und die Deutschen sagen Basketball. Eine korrekte Basketball? Antwort schnell gefunden. Naja, also, wirklich schnell. Wahrscheinlich haben wir es wirklich eingedeutscht, ne? Viel Glück für diese neue Fußball Frage. Fußball ist ja nicht Football. In welchem Jahr entschied sich die Bevölkerung Englands, die Europäische Union zu verlassen? 1986, 1996, 2006 oder 2016? Ja. Da der Brexit gar nicht mal so lang her ist, ist es ziemlich neu, das Ganze. Ich weiß nicht ganz genau, ich denke mal, es war 2016, wo sie sich dazu entschieden haben. Ne? Ich glaube, 2006 war doch ein bisschen zu früh. Klar hat es jetzt lange gedauert, das war 2020, kurz vor Corona oder mit Corona, wo letztendlich der Brexit stattgefunden hat. Aber ich glaube, es müsste 2016 gewesen sein, wo sie sich entschieden haben. Das haben ja wir jetzt schon mal im Sack. Bravo! Das Lustige ist, es hat halt keiner mitgekriegt. Corona war da. Corona ist in jedem Land vertreten gewesen. Und dann übrigens so nebenher so der Brexit noch stattgefunden. Das hat keine Sau mitgekriegt. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Davor ging es halt viral in den Medien, aber mittlerweile auch nicht mehr. Für welches der folgenden Teams spielte Marco Reus niemals? Es interessiert mich nicht. Ach ja, komm, Publikumsjoker. Dann fragen wir mal das Publikum. Juckt nicht. Wenn Marco Reus kennen, irgendwann beim Edeka war anstatt im Rewe, juckt mich das auch nicht. Und das Publikum offensichtlich auch nicht. 43%? Und das soll ich jetzt glauben. In den Kommentaren stand übrigens auch, aufgrund der Tatsache, dass in der letzten Folge zweimal das Spiel schuld war, dass ich verloren habe, ich soll doch einfach lieber ein anderes Quiz-Game finden und das lieber spielen, weil dieses Spiel halt einfach totaler Rotz ist. Mittlerweile würde ich schon sagen, vielleicht sollten wir uns wirklich was anderes aussuchen. Das stimmt. Okay, es stimmt aber gut. Und das aber ich will halt schon gerne die Million erreichen. Ich hoffe, Sie haben sich von Ihren Emotionen erholt. Welcher der folgenden ist kein Name eines Autorennspiels? Ride, The Crew, Trackmania oder Need for Speed? Warum musste ausgerechnet ich diese Frage bekommen?
Okay, The Crew und Need for Speed kenne ich. Vom Namen her. Need for Speed ist auf jeden Fall ein Autorennspiel und The Crew müsste es eigentlich auch sein. Zwischen Trackmania und Ride, da bin ich ein bisschen am struggeln. So hundertprozentig wissen tue ich es nicht. Trackmania sagt mir was, deswegen würde ich jetzt fast Ride sagen, dass Ride nicht richtig ist. Ich nehme mal den 50-50-Joker und hoffe, dass nicht A und C stehen bleiben. Hatten wir nicht die gleiche Situation mit vor kurzem schon mal, wo ich gesagt habe, bitte nicht A und C? Ich nehme A. Sind Sie davon überzeugt? Nein. Das ist definitiv meine Antwort. Nein, ist sie nicht. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Ja, ist falsch, ne? Prima. Oh, ist richtig. Oh Gott. Eine korrekte Antwort. Ich bin schon wieder demotiviert. Zwei Joker. Weg. Wir sind bei 2000. Was soll das? Ich hätte gerne 2000 mehr Gehirnzellen. Konzentrieren Sie sich. Hier ist eine neue Frage. Welche dieser Mehlarten existiert nicht? Weizenmehl, Maismehl, Honigmehl oder Bohnenmehl? Also Weizenmehl und Maismehl gibt es auf jeden Fall. Bohnenmehl könnte sein, weil Bohnenmehl ist ja, also Bohnen sind ja ziemlich mehlig. Also ich denke, da kann man Mehl draus ziehen. Aus Honigmehl? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man aus Honigmehl ziehen kann. Ich werde es mit C versuchen. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Sie scheinen von Ihrer Antwort überzeugt zu sein. Ja, Quatsch, oder? Aber wie klebrig wäre das? Wofür verwendet man den? Das ist definitiv meine Antwort. Die Spannung ist unerträglich. Das ist echt. Okay, Honigkuchen wird offensichtlich nicht mit Honigmehl gemacht. Ein bisschen Angst gekriegt. Sie haben gut angefangen und sollten auch jetzt am Ball. Ja, wirklich. Wie viele Sterne befinden sich in der europäischen Flagge? 12? 10? 14? Oder 8? Komm schon, George. Konzentrier dich. Also 8 ist Quatsch, oder? Eine europäische Flagge, jetzt müssen wir halt mal nachrechnen, ne? Wer alles dabei in Europa, wie viele Länder es in Europa gibt, ne? Aber auf jeden Fall mehr als 8. Europäische Flagge hat ja nichts mit EU zu tun, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ne? Das heißt, in dem Sinne ist EU nicht unbedingt gleich europäische Flagge. Ich tippe auf 12. Aber hundertprozentig wissen tue ich es nicht. Ich ruf mal jemanden an. Gut, dann laufen die 30 Sekunden. Also 8 schließe ich aus. 8 ist zu wenig. Ich habe es jetzt gerade vor Augen, aber 8 ist zu wenig. So, die Kollegin Jennifer, die Ehefrau Tina, der Kindheitsfreund Peter oder die Tante Noor? Ich würde mal sagen, der Kindheitsfreund Peter weiß das. Der wohnt in Europa. Dann muss man das wissen. Hi Peter, hier ist George. Ist George. Ja klar, dass ich deine Hilfe für eine Frage brauchen würde. Großartig, ich bin im Fernsehen. Also dann, ich gebe mein Bestes. Verlass dich drauf. B scheint mir die logischste Antwort zu sein, ehrlich gesagt. Warum steht das jetzt nicht da? B scheint ihm die logischste, heißt aber noch lange nicht, dass es stimmt, ne? Ich bin mir sicher, dass es B ist. Damit wir uns einig sind. Peter war sich aber auch nicht sind sicher. Sind Sie sich absolut sicher? Ja, das ist definitiv meine Antwort. Wieso 10? Das kommt mir zu wenig okay, vor. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Wie schade. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. So Leute, aber damit lasse ich es nicht. Darauf lasse ich es nicht beruhen. Wir machen auf jeden Fall noch eine dritte Runde. Einmal habe ich verkackt. Einmal hat mich wieder der Telefonjoker im Stich gelassen. Deswegen brauchen wir jetzt noch eine vernünftige Runde. Guck, aller guten Dinge sind 3, sagt man gerne mal. Deswegen ist eine Ménage à trois auch das geilste. Habe ich jetzt gesagt? Nein, das meine ich gar nicht so. Ich hoffe, ihr wisst nicht, was eine Ménage à trois ist. Ich habe es bestimmt auch falsch ausgesprochen. Das Französische kann ich nicht. Hier ist eine neue Frage für Sie. Wie nennt man Singen ohne Instrumentbegleitung? A cappello. A cappello.
A cappelli. Oder a cappella. A cappella natürlich. Ja, genau. Ja, wir machen das jetzt schnell durch, damit wir zu den interessanten Fragen kommen. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Wie nannte man keltische Priester? Magier, Zauberer, Druiden oder Droiden? Nee, das müssten Druiden gewesen sein, oder? Druiden? Druiden waren es, oder? Ich wähle C. Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig. Da musste ich immer an Ding denken. Hier, Asterix und Obelix. Da gab es auch Druiden. Aber das schreibt eben Bus. Unser Redaktionsteam bietet Ihnen eine der Welcher dieser Vorgänge ist kein Abschnitt des Wasserkreislaufs? Kondensation. Verdunstung. Niederschlag. Oder Schwerelosigkeit. Also Wasser ist nie schwerelos. D klingt ziemlich gut. Das ist totaler Schwachsinn, oder? Ich nehme D. Insofern ist das richtig. Und wieder eine richtige Antwort. Völlig losgelöst vom Wasser. Es ist Zeit, zu einer neuen Frage überzugehen. Was ist die buchstäbliche Bedeutung des Ländernamens Österreich? Land der Reichen. Land der Ösen. Östliches Reich. Oder Reich des Oster... Ich bin für D. Österreich. Also östliches Reich, hätte ich jetzt gesagt, oder? Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich muss noch Publikum schocken. Ich würde nicht so sicher. Dazu eingeladen, ich hätte jetzt Meinung östliches abzugeben. Reich gesagt. Wie, jetzt kommt das Publikum und sagt, ach, Reich des Osterhafen. Ja, okay. Entschuldigung. Ja, ich war mir nicht sicher. Land der Reichen hätte ja auch irgendwie sein können. Ich meine, da waren ja viele Kaiser, Kaiser und so was. Das ist richtig. Also hätte es ja auch sein können, ne? Oh, Land der Ösen fand ich jetzt auch ein bisschen komisch, aber naja. Unser Redaktionsteam bietet Ihnen eine der besten Welches der folgenden Worte bezeichnet keinen Aggregatzustand im physikalischen Sinn? Fest. Durchsichtig. Flüssig. Oder gasförmig. Durchsichtig ist kein Zustand. Durchsichtig ist etwas, was es halt. Wunderbar, Sie haben die Sicherheit. Eine Eigenschaft, aber kein Zustand, oder? Okay. Wenn mein T-Shirt durchsichtig ist, ist es aber trotzdem fest und hat Materie oder sonst irgendwas. Nun kommt aber eine ganz neue Frage sein. Für Sie. Welches Organ ist für die Reinigung des Blutes verantwortlich? Die Leber? Die Nieren? Das Herz? Oder das Hirn? Die Leber, oder? Für die Reinigung des Blutes müsste die Leber sein. Oder nicht? Die Nieren sind für Wasser zuständig, ne? Hirn ist ja sowieso nichts mit Blut zu tun. Und das Herz, also das Blut, also das Herz braucht Blut, um zu pumpen. Aber ich denke, die Leber müsste es doch sein. Gut, dann nehmen wir diese Joke. Antwort. Ja, das muss doch die Leber sein. Das ist definitiv meine Antwort. Für die Reinigung des Blutes. Das Herz ist nicht für Reinigung zuständig. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Ich denke immer, die ganze Zeit, wenn man Leber hört, denke ich immer mal Alkohol. Für mich. Aber Alkohol im Blut, das passt ja auch, ne? Das heißt, in dem Sinne, wenn Alkohol im Blut ist und das vergiftet, dann Ihnen ist die Leber halt eine auch neue Frage gestellt. Wie lautet der Vorname des berühmten Streamers und YouTubers Ninja? Ach du Scheiße, weiß ich doch nicht. Zack. Tyler? Neil? Oder Jack? Ich glaube, er heißt Tyler. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er heißt Tyler. Ich Diese nehme mal 50-50 Joker, wenn Tyler übrig bleibt, dann nehme ich 50-50 Joker. Ja. Oder heißt der Zack? Ich glaube, der ist Tyler. Und da ich es ja schon ein Gefühl hatte, habe ich mir gedacht, ach komm, wenn es stehen bleibt, dann müsste es doch vielleicht richtig sein. Dass sie sogar hier in diesem Spiel enthalten ist, ne? Das ist sehr krass. Haben Sie Ihre Wahl getroffen? Und genau ja. So ist es. Gut. Meine Güte. Cool. Ich denke so. Wir schaffen das. Zumindest zu 16.000. Komm.
könnte jetzt keinen Joker mehr verwenden. Konzentrieren. Kommt was ganz Einfaches. Wie heißt der YouTuber Toff mit Vornamen? Wie viele Musketiere gibt es in Alexandres Dumas Roman Die drei Musketiere tatsächlich? 2, 3, 4 oder 5? Oh Gott, ist das wieder so eine Mona Lisa-Frage? Die drei Musketiere sind halt wirklich zu dritt. Und das ist jetzt eine Fangfrage. Nee, ich glaube tatsächlich, es gibt eigentlich 4. Ich glaube, es gibt 4. Ich rufe aber jemanden an. Sie haben sich für einen Anruf entschieden. Viel Glück. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, aber es gibt 4. Das weiß die Tina. Hallo, hier ist Wer wird Millionär? Ja, guten Abend. Ich bin ehrlich gesagt irgendwie beeindruckt. Dass ich von so schnell die ganzen Joker verbraten habe, bin ich auch beeindruckt. Der jetzt dringend Hilfe braucht. Tina, diesmal musst du mir aus der Patsche helfen. Ich zähle auf dich. Es ist C. Absolut kein Zweifel. Ja, sie ist absolut kein Zweifel. Die Tina weiß das. Und wenn sie jetzt absolut voll falsch liegt, dann tut mir wahnsinnig sind leid. Sie davon dann gibt's zu Hause wieder Haue. Ja, das ist definitiv. Hat er das jetzt ernsthaft gesagt? Nein, natürlich nicht. Das meine ich doch nicht. Nun ist es soweit die richtige Antwort. Ich hatte aber auch 4 im Kopf gehabt. Das stimmt. Ja. Mann, ich sollte mehr auf mein Bauchgefühl hören. Das Spiel versucht mich halt einfach ständig aus dem Konzept zu bringen. So schnell wie Sie vorankommen, sollte die nächste In welchem Frage Zeitraum fand der 30-jährige Krieg statt? 1680 bis 1648, 1608 bis 1638, 1528 bis 1558 oder 1615 bis 1648. Ich habe keine Ahnung. Ich wechsle die Frage. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Sie möchten die Frage wechseln? Nicht im Ansatz. Das bringt Ihnen Glück. Ich könnte noch nicht mal was ausschließen. 1618 bis 1648, okay. Sind Sie bereit, sich den Fallen dieser nächsten Frage zu stellen? Aus welchem Land stammte der Judo-Begründer Kano Jigoro? Frankreich, China, Südkorea oder Japan? Kann es sein, dass wir nicht mehr bei einfach sind? Was sind das für einfache Fragen? Judo. Kano Jigoro. Klingt nicht nach Frankreich. Also A hätte ich jetzt ausgeschlossen. Nee, komm. Ich zock nicht. Das ist nicht meine Runde. Ich nehme die Punkte und gehe nach Hause. Das ist nicht meine Runde. Ja. Die Star-Wars-Frage, das nervt mich so ein kleines bisschen, dass ich das Imperium schlägt zurück nicht mehr wusste. Ist aber jetzt auch in diesem Fall nicht so schlimm. In der zweiten Runde hat mich halt leider der Telefonjoker mal wieder verarscht. Und in der dritten, tut mir leid, da hatten wir echt Pech mit den Fragen. Die Fragen waren ziemlich, ziemlich fies. Die meisten waren echt fies. Aber war keine Fußballfrage dabei, das ist doch schon mal was Schönes. Leider sind wir aber immer noch ein ordentliches Stück von der nächsten Kategorie Disney entfernt. Deswegen heißt es entweder, wir spielen weiter und ihr zeigt es mir in Form von einem Like und gerne auch Kommentare. Oder wir geben auf, dass Toffi das niemals erreichen wird. Also ich hätte auf jeden Fall noch Bock. Ob ihr Bock habt, könnt ihr mir zeigen. In diesem Sinne, bitte bewerten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.